Wenn ich mich jetzt irgendwie noch heilen könnte, das wäre ein Träumchen. Okay. Ach, hör doch auf. Wow. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Mit gar keinem Leben hier runter zu gehen. Das ging richtig schnell. Das war ein schneller Bosskampf, ne? Ich habe kein Leben mehr. Was soll ich machen? Scheiße, ey. Wo kriege ich denn noch Heilung her jetzt? Ach, jetzt hat er auch noch da einen Safe Point gemacht. Glückwunsch. Ist hier irgendwo Heilung? Habe ich mir ja toll eingebrockt hier, die Scheiße. Ne, keine Chance. Ich glaube. Ich glaube, damit habe ich mich jetzt selbst in eine Sackgasse befördert. Scheiß, was mache ich denn jetzt? Ist hier was im Kühlschrank drin? Ne, komplett blank. Das ist ja mies. Na, komm, legen wir uns schlafen. Ich glaube, ich das Beste. Das ist mein Bett. Ja, Glückwunsch. Nix. Keine Heilung mehr. Ich glaube, jetzt bin ich im Arsch. Entweder müsste jetzt einen frühen Spielstand laden. Da müsste ich das ganze Level nochmal machen. Ja. Das ist meine einzige Möglichkeit. Ich habe nichts mehr. Ich kann Ali noch mit der Kette was anrichten. Aber ich glaube fast, es war's für mich. Ich muss das Level nochmal spielen. Aber das mache ich dann nicht mehr im Stream. Das tue ich euch nicht mal an. Das war zu viel. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal spielen müsste, nochmal hintereinander weg. Ich glaube, da würde ich auch wahnsinnig werden. Das kann ich nie nochmal machen. Das ist,
Ich glaube, dann hätte ich so wie Henry oder wie Eileen. Nee, da muss ich irgendwas, irgendwie Heilung sparen. Auf, weiß nicht, irgendwie gar keine Heilung mehr benutzen oder so, keine Ahnung. Aber ich bin ja total nutzlos, ich kann ja gar nichts machen. Solche Games überhaupt nicht. Also absoluter Horror ist das, wenn dir sowas passiert. Also, nicht nur, dass es ein Horrorspiel ist, sondern die Situation, ja. Geh nicht zu schnell, Henry. Hier liegt auch nichts mehr. Oh, das tut mir leid. Hier liegt nichts, ne? Okay. Ali setzt alle Karten auf Aline. Aline, hau den Viecher mal ordentlich an. Eins auf die Fresse. Ja, ist okay. Okay, Aline, hau rein da. Okay. Eins haben wir schon mal kaputt gemacht. Das ist gut. Also wir sind jetzt safe. Hier passiert nichts. Da oben ist noch einer, der will aber nicht runterkommen. Aber dieses automatische Zielen ist auch so bescheuert. Ja, der kommt wieder runter. Krampf. Das ist unglaublich. Okay, ich habe keine Munition mehr. Nur noch die Pistole. Komm, hau ab, du. Ja, okay. Aber es sah gut aus. Aber ich glaube nicht, dass ich das bis zum Ende durchhalte. Ah, das ist... Leute. Meinst du? Ich weiß nicht, ich habe aber nicht so viel Munition. Aber eine Axt. Ja, weil die komme ich ja. Ja, die Axt, die. Ich versuche das jetzt nur mit der Pistole. Fuck you. Nee, nix mit Feuer.
Nichts mit vor. Ich habe nur die Waffen, die ich im Inventar habe. Also die Axt, die Kette für Aileen. Das ist schon mal gut. Ach, fuck you. Hat er mich echt erwischt? Ja, du musst halt die Dinger töten. Irgendwann kommen die halt nicht mehr runter, ne? Musst halt jeden einzelnen kaputt hauen. Das ist nicht normal. Hätte ich nur die Hälfte des Energiebalkens, ich glaube, dann würde ich es schaffen. Aber so. Ich glaube, das ist mehr Krampf als ein wirklicher Versuch. Schnell weg hier, weg! Okay. Mach du schon. Okay. Der ist noch da. Der hier links, der ist weg. Der kommt nicht mehr runter. Und der ist auch weg. Ja, das war's dann schon. Was mit der Munition? So, jetzt bleibt uns nur noch die Axt, ne? Okay, ja, das sah gut aus. Man kann die so staggern, damit die sich. Verarscht hat er mich. Okay, weg ist er. Nice. Die kleine Handaxt, ich sag euch das. Es dauert jetzt ein bisschen. Und sonst so? Sehr spannender Bosskampf auf jeden Fall. Aber sie macht überhaupt nichts.
Der noch mal runter oder ist der jetzt weg? Ich habe nicht aufgepasst. Das ist richtig mit System zum Gewinn. Systemlotterie. Okay, der nächste. Geht's aber gut da hinten, ne? Was war das denn? Der hat sich nicht stunnen lassen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie... Ach, fuck you. Man muss erstmal den Anfang schaffen. Ich glaube, das ist auch nicht so eine gute Idee. Obwohl doch, der Revolver am Anfang ist schon ganz gut, glaube ich. Ja, Aileen macht überhaupt nichts. Ich dachte, die hilft. Die hat doch die Kette da in der Hand. Ja. Muss auch mal richtig mitballern hier. Was ist denn da los mit der? Mädchen, mach was! Ja, okay. Okay, okay. Wir haben den Anfang gefunden, das ist gut. Genau davor stehen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Seitlich ist besser, da trifft man die. Okay. Oh, da hat er mich verarscht hier, der Sack. Komm hier in die Ecke. Ja, Pistolenmunition. Oh, hier. Der dreht sich auch immer so scheiße wegen dem Auto. Aim. Ah, der ist weg. Sehr gut. Oh, da hat sie zugehauen. Ah, sehr gut, Aileen. Oh, hau drauf da. Sauber. Boah, die trifft sogar zwei. Okay. Aileen, du machst das prima. Sag nie wieder was gegen dich. Ah ja, und die trifft's auch. Hä? Was ist das denn?
Wüsste ich jetzt nicht. War ein. Habe ich ja schon kaputt gemacht. Vielleicht eine bestimmte Anzahl? Weiß ich nicht. Und geh da hin. Mach du das. Warte, da ist er wieder. Der denn jetzt auf einmal weg? Ich dachte, der ist tot. Die treffen aber alle drei. Ich glaube, wenn man hier und dann so schießt. Guckt euch das an. Ist das ein Plan? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nervenaufreibend, ey. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Komm, Konzentration. Okay. Wir holen jetzt nochmal unseren Speicherpunkt hier. Das ist jetzt andersrum. Alle anderen sind Level 99 und ich bin Level 1. Ich bin das Skelett und die anderen sind alle Drachen und Ogre und was weiß ich. Das Level 1 Skelett. Ja, meine Wohnung ist wieder verflucht. Der Wasserhahn läuft, da läuft Blut raus. Ich speichere lieber nochmal auf einem anderen Platz. Und wenn ich da jetzt hingehen würde, dann wäre ich auch tot. Nummer 1, 10 Herz, Nummer 2, 10, Nummer 3, 10 Herzen, 10 Herzen Steve Gahl, 10, 10 Herz, 10 Herzen Billy Loken, 10 Herzen Miriam Loken, Himmelfahrt, Walter Sullivan, Leere, Dunkelheit, Düsterkeit, Verzweiflung, Josef Schreiber, Versuchung, Cynthia Velasquez, Ursprung, Jasper Gehn, Bastian Card, Andrew DeSalvo, Chaos, Richard Braintree, Mutter Eileen Galvin, Weisheit, Henry Townsend. Oh, Henry sind wir. Und Mutter Eileen Galvin ist die Mutter, die draußen auf uns wartet.